Hallo Jungfrau, wie geht's? Ich bin Phoenix. Ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich wollte mit dir jetzt schauen, wie die Energien für diese nächsten 2 Wochen März für dich stehen. Ja, schauen wir mal. Unter dem Deck haben wir die Energie der Ritter der Stäbe. Ja, spricht für Handlungen, für Reise auch, Jungfrau. Also eine Kommunikation, die kommt. Ja, es ist eine Karte mit, wie gesagt, viel Leidenschaft auch in dieser Karte, viel Handlung, Bewegung und Schnelligkeit auch eigentlich. Ja. Hinter der Karte haben wir das siebte der Münzen. Ja, es könnte auch ganz gut mit der Arbeit zu tun haben, ja. Also weil der Stäbe können auch für Arbeit auch ganz gut reden. Und in dem Fall haben wir das siebte der Münzen. Eine Person, die konzentriert in seine finanzielle Situation arbeitet, ja. Und der fünfte der Stäbe. So irgendeine Situation hier ist konfliktiv. Schauen wir mal, ja, wie die Karten reden. Die Energie der vierte der Schwerter. Die uns auch zeigt, eine Zeit zum Nachdenken. So wahrscheinlich gibt es auch momentan bei dir, Jungfrau. Jungfrau, wir haben als Thema für dich, ja, als das Gegenwart, was jetzt ist, der sechste der Schwerter. Ja, eine Karte, die für eine Übergangsphase spricht, ja. Also eine Situation, die man mit Schmerzen verlässt, eine Änderung in deinem Leben auf jeden Fall. Ja, kann auch über Reise reden, ja, diese Karte. Das muss schauen wir jetzt, wie sich die Karten ein bisschen so binden. Aber in dem Fall spricht schon für eine Situation, also eine Situation, die dich auch sehr wahrscheinlich sehr viel Schmerzen bereitet hat, die du verlässt, ja. Du gibst die Vergangenheit den Rücken praktisch und schaust nach vorne. Ja, es gibt hier eine Bewegung auch. Gibt auch hier eine Bewegung, genau mit die Energie auch. Also die Energie ist viel Handlung. Ist eine Karte, die auch viel sehr mit Schnelligkeit zu tun hat und Kommunikation auch.
Guck mal, ist begleitet mit der fünfte der Münzen, ja. Der fünfte der Münzen spricht, es kann auch für einen Verlust, ja. Also manchmal, es kann natürlich fürs Finanzielle reden, eine Verlust irgendwie in das Finanzielle in deinem Leben, ja. Es hat sehr wahrscheinlich, Jungfrau, mit dieser Änderung, die in unserem Leben sich ergibt, ja, mit dieser Übergangsphase, was wir gerade erleben. Und das bringt mit sich diese Verlust, ja. Ja. Also die Nummer 5 und die Nummer 6 ist immer ein Prozess, ja. Also interessanterweise, hier sind auch zwei Menschen und hier auch zwei Menschen, ja. Ich hole jetzt ein bisschen mehr Erklärung, mehr Karten als Klärung, aber diese Karte ist auch eine Karte, die sehr traurig, also eine Karte, die viel mit Traurigkeit zu tun hat, mit Alleinsein und ja, Verletztsein, sogar auch oft mit Krankheit zu tun hat, ja. In irgendeiner Weise, ja. Es kann nicht unbedingt körperlich sein, es kann auch psychisch sein, aber ja. Es ist ein ja, nicht so schönes Gefühl in dem Fall jetzt hier. Ich hole mir erstmal ein paar Karten raus. Ja. Unter dem Deck auch wieder ein Ritter als Energie, ein Ritter der Kelche, ja, wieder in diesem Fall Bewegung, auch was mit der Liebe zu tun hat, ja, mit ja, zwei Karten, die Bewegung mit sich haben, ja. Interessant. Guck mal, Jungfrau, die Karten, die da hinten stehen. Also wir haben erstmal der, total interessant, wirklich. Zweite der Kelche. Zwar die Liebende. Ja. Also zweite der Kelche, die Liebende. Also es ist viel Liebe da, viel Leidenschaft in einer Beziehung. Eine Königin der Kelche spricht auch für Fische, Krebs oder Skorpion. Ja, jemand von der Vergangenheit oder eine Situation, die mit der Vergangenheit zu tun hat, wo auch eine Veränderung hat. Also der Turm ist ja da. Und dann die Hohepriesterin spricht für Sternzeichen Fische auch. Und sehr, sehr interessant die Karten.
Und unter dem Deck haben wir ein Ritter. Wieder ein Ritter. Ja? Das ist dieses Mal der Ritter der Schwerter. Wir hatten ja den Ritter der Stäbe und auch der Ritter der Kelche. Und der spricht auch für Kommunikation, ja. Schnelle Kommunikation. Und dieser Ritter ist manchmal, kann vielleicht manchmal Sachen sagen, die nicht vielleicht danach nicht sagen wollte. Also es ist eine Karte, die sehr viel, die vielleicht Sachen sagen kann, die er bereuen kann danach. Ja, also es ist eine sehr viel mit Schnelligkeit in der Kommunikation, aber wie gesagt, kann auch ein bisschen, ja, es kommt drauf an, ja. Zusammen mit der Sechste der Schwerter, Jungfrau, ist begleitet jetzt mit der Ast der Kelche und der Zweite der Münzen. Ja. Der Ast der Kelche spricht ja für einen neuen Anfang. Und wenn man diese Karte jetzt zieht, ja, diese Bewegung, die man hier macht, ja, kann vielleicht auch einen Grund haben. Ja, es ist irgendetwas da, wenn man das gemacht hat, was es ist auf jeden Fall spricht für einen neuen Anfang in der Liebe. Diese Bewegung, die man macht und auch schwer fällt, aber was danach kommt, ist auch sehr positiv. Natürlich, der zweite der Münzen spricht auch immer für Entscheidungen zu treffen, ja. Ist eine schwierige Situation, ja, in dem Fall. Also es gibt etwas Zweifel in der Situation schon. Etwas Zweifel gibt es hier schon und ich sehe andere Karten gerade, die das auch bestätigt, ja. Diese Entscheidung fällt dir schon schwer. Und mit der fünfte der Münzen ist auch begleitet mit der eine sehr schnelle Karte, eine Karte, die mit Schnelligkeit zu tun hat, der achte der Stäbe. Und eine Königin der Schwerter. Königin der Schwerter spricht für Sternzeichen Wassermann, Waage oder Zwilling. Und hier in diesem Fall kann schon Kommunikation kommen. Sehr wahrscheinlich ist deswegen, warum du deine Zweifel hast, wo du dich nicht entscheiden kannst oder dir die Entscheidung schwerfällt. Also es kommen hier Kommunikationen, die für dich vielleicht schon sehr wichtig sind, ja. Ja. Es könnte möglich sein, dass diese Situation hier von dieser fünfte der Münzen auch mit dieser Königin, was auch König sein könnte, ja, zu tun hat. Dieses Nachrichten, die kommen und Kommunikation ist ja da. Es kann so möglich sein, dass du da auch diese Kommunikation erwartest, ja. Und Klärungen, ja. In deiner Unbewusstheit hast du eine Herrscherin. Eine Herrscherin, die Herrscherin spricht auch für einen neuen Anfang mit deiner Beziehung. In dem Fall mit deiner Person, ja. Aber wieder begleitet mit der zweite der Schwerter
eine Karte, die auch mit Entscheidungen zu tun hat, aber Entscheidungen auf jeden Fall, die dir sehr schwer fallen. Ja. Hier zeigt eine Person, die auch geschlossene Augen hat. Also sie sieht, sie weiß nicht, welchen Weg sie nehmen soll. Sie ist ja konfus und sie ist nicht sicher. Sie weiß nicht, was sie machen soll. Sie ist nicht sicher. Und das hat auch mit der Vergangenheit. Also hier haben wir der Sechste der Kelche, spricht ja für die Vergangenheit, ja. Also es ist sehr wahrscheinlich können sogar auch Gespräche noch kommen und ja. Ist interessant, weil wir haben, wie gesagt, der zweite der Schwerter wiederholt sich hier zweimal. Und die Herrscherin wiederholt sich auch zweimal. Und die Nummer zwei wiederholt sich auch dreimal. Also wir haben zweite der Schwerter, zweite der Münzen und zweite der Kelche. Es spricht deutlich für eine Entscheidung, die man treffen soll. In deinem Bewusstsein, guck mal hier, wir haben den zweiten der Kelche, ne? Also in deinem Leben ist bestimmt jetzt auch jemand, der mit dir viel Gemeinschaft hat. Also hier sind zwei Personen, die sich anschauen und ja, sehr viel Gemeinschaft haben, ja. Also die zweite der Kelche spricht ja für die Liebe und auch vielleicht sogar für Entscheidungen treffen, ja. Also es kann möglich sein, dass hier zwei Personen, also dass du wirklich eine Entscheidung treffen sollst. Es wiederholt sich, wie gesagt, die Karte der Herrscherin für eine neue Beziehung. Und der fünfte der Schwerter, eine Situation, die du nicht zu sehr vertraust. Sag mal so, die fünfte der Schwerter ist eine Karte, die für Konflikten spricht. Ja, es ist natürlich, jede Situation ist anders und das müsst ihr euch an eure Situation anpassen. Es kann viele verschiedene Konflikte sein. Also in dem Fall ist die Karte hier mit diesem zweiten der Kelche und die Herrscherin. Also eine Situation, entweder wo du noch nicht vertraust, nicht vertraulich bist mit dieser Person. Ja. Oder irgendwie eine konfliktive Situation in dem Fall. Und guck mal, also die Unbewusstheit und das Bewusstsein. Also die Herrscherin wiederholt sich sowohl als auch in beide Seiten. Auch Nummer 2 und 2, also tatsächlich Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Ja, und vielleicht sogar eine davon hat es auch mit der Vergangenheit zu tun. Und wie gesagt, das macht die Sache vielleicht etwas komplizierter. Ja, schon in der Vergangenheit. Jungfrau, haben wir ein Achte der Schwerter, ja. Der Achte der Schwerter spricht für eine bestimmte Blockade, ja. Eine Situation, wo entweder du das Gefühl hast, du kannst dich von einer Situation nicht befreien. Diese Blockade hat auch viel mit Gedanken zu tun. Ja. Viel schwer, das sind immerhin Gedanken. Gedanken, die auch negativ sind natürlich. Und wie gesagt, es hat natürlich mit der Situation, mit der Vergangenheit zu tun, Sachen, die man so erlebt hat. Und
Oder jeder für sich hat eine Vergangenheit und konfliktive Situationen, wo man das Gefühl hat, auch man könnte sich da nicht befreien. Obwohl am Ende irgendwann gibt es doch eine Möglichkeit, ja. Am Ende, und wenn man denkt, dass es nicht möglich ist, am Ende ergibt sich immer irgendwie die Situation. Ist zusammen, guck mal, ist zusammen mit der siebte der Kelche und der vierte der Münzen. Der vierte der Münzen spricht auch viel für dieses Abhängigkeit, ja. Eine Situation nicht loslassen zu können. Man klemmt, ja, man hält einfach sich an eine Situation fest. Man will es einfach nicht loslassen. Es kann sogar mit auch in dem Fall Finanzielles zu tun. Ja, dass man halt hier auch keinen Verlust haben möchte, ja. Also hier als Thema haben wir ja der fünfte der Münzen gehabt. Also der vierte und der fünfte. Ja? Also schon in der Vergangenheit ist eine Situation, die natürlich vielleicht ja, du nicht loslassen wolltest. Und es ergibt sich diese Blockaden. Also hier sind viele Optionen. Viele Träume auch, die man hat, oder ja, spricht manchmal auch für Optionen, die man so hat, und aber trotzdem will man einfach eine Situation nicht loslassen. Guck mal hier, als Klärung kommt der Narr, als für einen neuen Anfang, ja. Und die Karte der Turm. Ja, schon eine Änderung ist da passiert in deiner Vergangenheit, ja, wo diese Freiheit auch nicht mehr da war, ja. Also dieses frei sein zu wollen oder. Das hat eine Änderung hat sich da wirklich drastisch ergeben, schon in deiner Vergangenheit. In der Zukunft haben wir die Karte der das Gericht. Spricht für einen neuen Aufwachen. Ist wirklich einerseits wirklich auch eine sehr schöne Karte. Man sieht eine Situation auch viel klarer. Diese Karte hat manchmal auch oft mit der Karma zu tun, ja. Man bekommt wirklich eine zweite Chance im Leben, die Sachen anders zu machen. Sehr wichtig. Damit man auch einen Zyklus zumacht. Guck mal, es ist zusammen mit der Karte der Welt, ja. Also es ist wirklich schön, dass es in der Zukunft jetzt die beiden Karten erscheinen. Es spricht ja natürlich für einen Zyklus, den man zumacht. Zusammen mit der siebte der Stäbe. Etwas, was natürlich nicht leicht sein wird. Ja. So eine Situation, die natürlich vielleicht sogar Konfrontation mit sich bringt. Oder ne, auf jeden Fall keine leichte Sache. Es ist nicht, dass man sagt, man macht einen Zyklus zu und ist alles schön und gut, sondern sehr wahrscheinlich ist eine Sache, die viel Arbeit von dir auch verlangt, dann auch
Dass die Karte des Gerichts kann auch deuten, dass Menschen von der Vergangenheit sich kommunizieren werden, ja. Also Menschen, mehrere Menschen sogar vielleicht, die an den du auch nicht mal schon gedacht hast. Also Menschen von der Vergangenheit, die wo du auch nicht mehr unbedingt daran gedacht hast, die würden sich bei dir auch wieder melden. Und da gibt es natürlich auch eine Sache bei manchen von denen sehr wahrscheinlich, wo ein bisschen Konfrontation oder Komplikation gibt, ja. Hier ist, wird sehr wahrscheinlich von dir verlangt, dass du einen Zyklus zumachst, ja. Dass du endgültig hier was einen Zyklus zumachst. Ja, die Karte der Welt spricht auch für Reise und für Internet auch, für Kommunikation über Internet. Es spricht aber auch für eine Person, die nicht in deine gleiche Stadt wohnt, wo du vielleicht auch so eine andere Sprache sprichst, ja. Wo irgendwie auch eine Schwierigkeit da ist, sehr wahrscheinlich. Aber ja, die Karte, das Gericht ist da für dich, so ungefähr, ja. Also, ja. Also, das Gericht ist da in der Beziehung, ja, jeder hat anders gehandelt, das ist für jeder anders, wird anders werden. Für manche gut, für manche schlecht. Es kommt darauf an, was man, was hinter dieser Karte alles steckt jetzt, ne? Kann ich ja nicht wissen. Jede Situation ist ein bisschen anders, aber auf jeden Fall für die Zukunft, was gezeigt ist, ist das Gericht, also ist da. Und mit dieser Karte kommen natürlich auch Änderungen, ja. Und einfach ist das nicht. Es hat eine gewisse Schwierigkeit. Und wichtig wäre, ja, dass man einen Zyklus zumacht und ja, ein neues Leben anfängt. Aber die Karte der Welt ist ja eine wunderschöne Karte für die Zukunft, finde ich. Ja, ist eine Karte auch, die eine Person zeigt, wo auch viel Leidenschaft hier in dieser Karte steckt, in dieser Person. Eine Karte, die auch für Reise und Kommunikation spricht. Und guck mal, als deine Einstellung zum Thema, deine Gefühle, wir haben die Karte der Turm. Dir ist sowieso auch bewusst, dass hier irgendwie Änderungen, drastische Änderungen kommen müssen, ja. Und also die Karte der Turm. Diese ganzen Entscheidungen, die wir ständig jetzt hier sehen, ne? Die Karten der Zweite, der Schwerter, wiederholt sich, wie gesagt, dreimal oder zweimal. Und andere zwei, ja. Also diese Änderungen, etwas spricht auf jeden Fall, Jungfrau, für dich. In irgendeiner Weise. Und das heißt auch, wenn du die Entscheidung nicht triffst, werden dich zwingen, praktisch diese Entscheidung zu treffen. Ja. Wie gesagt, ist für jede ein bisschen anders. Ja, es kommt auf die Situation drauf an. Aber es begleitet auch mit der Karte der Mond. Der Karte der Mond spricht für Krebs oder Fische auch. Und einen König der Stäbe. König der Stäbe, ja. König der Stäbe spricht für ein Feuersternzeichen, also Löwe, Schütze oder Widder. Und hier gibt es eine drastische Änderung. Ja, weil nämlich
Sachen sind, die man nicht versteht, zum Klären da. Also versteckte Situationen, Situationen, die irgendwie verheimlich ist und nicht deutlich ist. In dem Fall hier gibt es eine drastische Änderung. Es wird für jeder es wird anders sein, aber hier gibt es schon eine Änderung in dieser Situation hier. Was du von außen anziehst, wir haben der siebte der Stäbe. Der siebte der Stäbe wiederholt sich auch in deine Zukunft. Ja, eine Karte, die für diese Konfrontation spricht, für dieses vielleicht sogar Zusammenarbeit in einer Situation. Die Karte zeigt schon viel, viel Arbeit, ob das Konfrontationen sind oder begleitet mit der achte der Kelche und der vierte der Stäbe. Also die Karte der vierte der Stäbe spricht auch für Seelengefährten, ja. Und also es kommt eine Situation für dich, Jungfrau, wo du auch viel dran arbeiten wirst. Oder wo du auch sogar, also es ist etwas konfliktiv, also angstdrängend und du verlässt ja eine Situation, ja, du verlässt wirklich eine Situation, um, damit du dich auch um was, um deine Beziehung kümmern kannst. Also hier gibt es zwei Situationen jetzt, ja. Also der achte der Kelche spricht ja für diese Situation verlassen, für dieses, ja, die Gefühle sind jetzt anders. Man fühlt ja nicht gleich wie vorher. Man ist nicht die gleiche Person wie vor einer gewissen Zeit. Man hat sich schon geändert. Und das bringt natürlich viele Änderungen mit sich. Und oft auch positive Änderungen. Aber natürlich müssen Entscheidungen getroffen werden, wenn man die positive Energien sehen möchte. Die Karten zeigen auf jeden Fall, dass es einfach nicht einfach ist, ja. Inwieweit das für jeder von euch jetzt so trifft, oder das müsst ihr ja wissen, aber die Karten zeigen schon eine gewisse konfliktive Situation, Konfrontation und ja, ganz deutlich.